Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal mit den schönsten Menschen, die hier wieder eingeschaltet haben. Jetzt haben wir von Zero den neuen Track mit Numb vom kommenden Album. Ich muss dazu sagen, ich habe das ganze Album schon gehört. Ihr denkt jetzt erstmal, Bro, das ist noch ein bisschen hin, bis es rauskommt so. Aber ich war bei dem Pre-Listening-Event, was quasi in Berlin war. Haben vielleicht einige von euch auf Instagram gesehen bei mir. Und da durfte ich schon reinhören mit ganz vielen anderen Leuten, die da am Start waren. Und das war mega nice, Mann. Ich habe unter anderem, ja, ich bin Star-TikToker jetzt, mit Zero und mit Robert White heißt er, glaube ich. Sehr sympathischer junger Mann. Haben wir einen TikTok gedreht. Sehr cool. Könnt ihr bei Zero auf seinen TikTok-Account abchecken. Und ja, ey, aber das Event war mega nice. Zero, ultra sympathischer Dude, Junge. Ich war am Ende noch mit ihm essen. Beziehungsweise wir waren in der Gruppe noch essen so zusammen. Und mega sympathischer Dude, Mann. Mega interessanter Dude. Und ich mag seine Ansichten sehr. Wir haben auch so ein bisschen über die aktuelle Musik-Dings so gequatscht. Über die aktuelle Musikindustrie, die Entwicklung und so. Und das war irgendwie mega interesting und mega, mega cooler Talk. Deswegen, ich kenne diesen Song schon, Numb, ja. Ich habe ihn einmal gehört, ich habe einmal das ganze Album gehört. Ich habe jetzt nicht mal jeden Song so im Kopf. Aber wir sind auch hauptsächlich hier wegen des Musikvideos vorne, ja. Deswegen erstmal ganz wichtig, geht bitte auf den originalen Link und lasst ein bisschen Liebe da, lasst Shoutouts da. Und ja, es passt tatsächlich. Zero hat einen Song rausgebracht und es hat bei mir gerade sehr gewittert und geregnet, weil man sagt ihm nach, dass immer wenn er einen Song droppt, es regnet. Genau, produziert bei Alexis Troy. Wichtig. Ich sehe dein Bild auf meinem iPhone. Ah, okay, ich erinnere mich. Drück weg und geh nicht ran, denn da steht. Ich erinnere mich. Das ist so ein bisschen der. Wie soll ich sagen? Mit der. Vom Sound der hellste Track mit. Bis auf eine Ausnahme noch. Gab es noch einen, der noch ein bisschen heller wird. Ich kann mich aber nicht mehr so gut dran erinnern, Mann. Scheiße. Wir haben halt alle nacheinander direkt gehört. Ohne Stop quasi, on repeat so. Oh, unter deinem Arm. Und ich wusste, dass du so bist. Wusste ich schon von Anfang an. Bro, wie dreht man solche Szenen? Das habe ich mich schon mal gefragt. Weil das ist jetzt so obvious in Zeitlupe. Vielleicht nicht in Zeitlupe, aber so ein bisschen langsamer. Der Track läuft aber auch, wenn man auf seine Lippen guckt, übrigens wunderschöne Lippen, läuft ja ganz normal. Das heißt, beim Musikvideodreh wird der Track auf 1,25, 1,5 Geschwindigkeit abgespielt, I guess. Damit das passt in der Post-Production, wenn du es auf Slow-Mo spielst. Ist das das Rätsels Lösung hier? Ich weiß es nicht. Anfang an, doch du kannst mir nicht mehr wehtun, ich bin numb. Baby, ich bin so numb, ruf mich nie wieder an, ich bin so. Dann ja, wir waren mal Gang Gang, wir sind nicht mehr Gang Gang. Gang Gang, oh ja, true. Das war gut, die Hook hat mir so gefallen, true. Wir sind nicht mehr Ganger, trust no one. Vom Suicide Doors, Baby, guck wie ich flieg. Kill den Dom Perignon, zertrümmer die Suite. Some will es zu sehen, damit niemand hier sieht. Ich bin dann. Und du machst mich kaputt, sag, was machst du mit mir? Ich liebe alles an dir und ich hasse mich dafür. Und mein Herz bleibt kurz stehen, weil du rufst an. Ich sehe dein Bild auf meinem iPhone. Oh ja, Junge, ich fand den Beat hier so nice. Geil. Weil du rufst an. Ich seh dein Bild auf meinem iPhone. Fuck you, ruf hier. Lustig ist, dass sie anruft und kein Bild zu sehen ist. Fuck you, ruf. Oder haben sie es verpixelt? Ja, nee, da ist kein Bild zu sehen. Also sie ruft an, aber man sieht kein Bild auf dem iPhone, muss ich dazu sagen. Von fuck you, ruf hier nicht mehr an. Ich weiß nicht, wer du bist und wir sind dann. Irgendwie, es hört sich gerade jetzt dumm an, was ich sagen werde, ja, aber es sieht sehr angenehm aus, einfach mal sein Gesicht auf so Asphalt zu legen. Ich habe gerade so doll wie noch nie das Verlangen, mein Gesicht auf Asphalt zu drücken. Und ich weiß nicht, ob das gut ist. Dass du so bist, wusste ich schon von Anfang an. Und jetzt verblutet. Geiler Change, Junge, geiler Szenen-Change, holy shit. Dass du so bist, wusste ich schon von Anfang an. Geil. Und jetzt verblutet. Super geiler Change. Und wird numb. Baby, ich bin so, dann ruf mich nie wieder an. Ich bin so numb, ja, wir waren mal Gang Gang, wir sind nicht. Dieses kratzige, rauchige jetzt finde ich nice. Mehr Gang, I trust no one.
fahr mit Suicide los, Baby, guck wie ich flieg. Kill den Doppelpignon, zertrümmer die Suite. So eine Brille, geile Melodie. CC, damit niemand hier sieht, ich bin dran. Und du machst mich kaputt, sag, was machst du mit mir? Ich liebe alles an dir und ich hasse mich dafür. Was nice wäre, ich würde super, super doll in diesem Design ein Shirt fühlen. Irgendwie als Box, im Bundle, als whatever, Merchandise, I don't fucking know. Aber wie geil wär's? Hier, Idee, Sony Marketing Team, callt mich gerne, ja. Schwarzes T-Shirt, einfach so ein schwarzes T-Shirt, was Zero dann mit so einem, halt, oder wie auch immer, designt auf jeden Fall, ja. Und dass dieses Design als Bundle, whatever, zu diesem Song, jetzt ein bisschen zu spät natürlich, schade. Aber sonst Album, was auch immer, Merchandise, das würde geil kommen, Junge. Halt in dieser Richtung, wie er auch diesen Helm angemalt hat. Auf ein schwarzes Shirt und Abfahrt. Alles an dir und ich hasse mich dafür. Mein Herz bleibt plötzlich stehen, weil du rufst an. Baby, ich bin so nah. Geiler Shot auch. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht auch hier. Das sieht so aus wie in dem Gebäudekomplex, wo wir drin waren bei diesem Event, in den Sony Headquartern da. Weiß ich nicht, ob es da ist. Könnte gut sein. Geile Szenerie auf jeden Fall hier. So nah. Und ich stell's mir einfach sehr lustig vor. Wahrscheinlich ist es nicht passiert, dass alle Feuermelder angegangen sind und keiner dran gedacht hat, ja, Bro, wir haben, also natürlich gehen die Feuermelder an. Baby, ich bin so lang, ruf hier nie wieder an, wir sind dann. Ich finde cool, wie dieser Helm eben, der nichts, der dieser starre Helm, der einen nicht reinblicken lässt in sein Gesicht, der immer gleich aussieht, dieses Numb-Gefühl, dieses taube, emotionslose, starre darstellt irgendwie so. Hallo. Ganz kurz, das erinnert mich an eine Szene, muss ich ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe damals auf YouTube mit Kurzfilmen angefangen. Mit so 11, 12, 13 habe ich mit meinen besten Freunden Kurzfilme gedreht, ja. Da hatten wir auch eine Szene, da hatten wir so einen Horror-Kurzfilm gedreht, wo ich quasi anonym der Kurzfilm hieß Der anonyme Anruf. Da wurde ich angerufen auf meinem ganz alten Samsung Galaxy S1, 2, keine Ahnung, das mit eines der ersten Samsung Touch-Handys, wurde ich angerufen quasi in der Szene von einer anonymen Nummer so, ja. Und die hat mich dann so, geh nach draußen und dann musste ich rausgehen und bla bla bla, so. Anyways, auf jeden Fall haben wir das gedreht. Und mein bester Freund hat mich halt angerufen, weil wir halt jemanden brauchten, damit hier steht, hey, sie werden angerufen quasi. Und ich hatte das damals aber so eingestellt, dass wenn mich Leute anrufen, dass ich hatte Bilder zu diesen Anruf hinzugefügt, also zu diesen Leuten in den Kontakten Bilder hinzugefügt. Und mein bester Freund, der halt hinter der Kamera war und alles gemacht hat und mich dann auch angerufen hat für die Szene, hatte halt ein Anrufer-Vorschaubild. Und das heißt, wir hatten 5, 6 Takes gedreht und im Schnitt erst gemerkt, das hört sich jetzt so professionell an, Digga, ich war 13 so, aber wir haben dann später gemerkt, als wir zusammenschneiden wollten, man sieht in jedem Take sein Bild, so, da steht dann so, Jordan ruft an und hat immer sein Bild gesehen, so, und dann war aus diesem anonymen Anruf quasi, hey, dein bester Freund ruft an, ist draus geworden. Hat mich gerade nur dran erinnert, fand ich irgendwie lustig. Hallo. Oh, diese Wassersounds waren geil. Da kenne ich, da weiß ich auch, hat irgendjemand ein bisschen im Wasser so geplätschert hier mit seinen Händen. Geil. Am 9.9. kommt es raus, okay. Ey, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, ich kenne jeden Song schon, ja. Vielleicht, ich kenne auch nicht jeden Song in der finalen Version, glaube ich. Aber ich freue mich auf die Musikvideos und ich freue mich auf alles, was noch da drin stattfinden wird, ja. Man munkelt auch, dass vielleicht noch das ein oder andere Treffen mit Zero und mir bevorsteht. Das weiß man auch noch nicht genau. Aber ey, super cooles Musikvideo und super nice Song. Also wie gesagt, das ist so, würde ich sagen, mit einer der helleren Songs vom Album auf jeden Fall. Allgemein ein sehr abwechslungsreiches Album mit einem Banger ist da drauf, Junge. Oh, ich habe den Namen komplett wieder vergessen natürlich vom Song. Aber da ist ein Banger-Song drauf, Junge. Digga, da bin ich auch direkt, ich bin direkt zu ihm gegangen und meinte, yo, Bro, der ist es. Der ist es. Trust me, Bro, der ist es. Und da freue ich mich drauf, wenn der released wird. Das werdet ihr merken, das werdet ihr merken. Gut, ich laber schon wieder hier zu viel von Sachen, die gar nichts mit dieser Reaction hier zu tun haben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ja, bleibt bitte so gut aussehend und gut riechend, wie ihr nur könnt und so wie immer. Und dann sehen wir uns und ciao.